Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Salam alaikum, liebe Geschwister. Kann es möglich sein, dass manche von uns vielleicht nicht die nötige Motivation für das Gebet haben oder sogar manche von uns vielleicht beten, fünfmal am Tag praktizierend beten, aber trotzdem die Motivation im Gebet oder während des Gebets oder wenn man zum Gebet gerade hingehen will oder sich vorbereiten will, fehlt. Also die Motivation ist nicht da, man will es einfach nur schnell beten und hinter sich haben. Was kann man dagegen tun, dass die Motivation wieder bei einem ist, dass die Motivation wieder kommt? Und zwar gibt es eine wunderbare Überlieferung von unserem Propheten, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, in dem er zu Abu Zar Ghaffari sagt, Ja Abu Zar, O Ubudillah, ka'annaka tarah, fa'in kunta la tarah, fa'innahu yarak. Bete Allah so an, als würdest du ihn sehen, auch wenn du ihn nicht siehst. So weiß Bescheid, er sieht dich. Das könnte vielleicht für uns eine Motivation sein. Und zwar, es gibt zwei wichtige Gründe oder zwei wichtige Dinge, worauf wir achten müssen. Das ist der Grund dafür, dass wir vielleicht keine Motivation in dem Gebet finden. Und zwar ist der erste Grund, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht kennen. Denn wenn wir ihn vernünftig kennen würden, wenn wir ihn richtig kennen würden, wenn wir wüssten, vor wem wir fünfmal am Tag stehen, wenn wir wüssten, wer uns fünfmal am Tag einen Termin gegeben hat, so würden wir natürlich eine ganz andere Motivation zum Gebet haben. Das könnte vielleicht das Problem bei uns vielen sein. Also wenn wir wirklich wüssten, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist, mit seinen Eigenschaften, wie barmherzig der ist, so würden wir auch vielleicht eine Motivation oder eine bessere Motivation im Gebet finden. Das zweite wäre die weltliche Beschäftigung. Also, dass wir so mit der Welt, mit den weltlichen Dingen beschäftigt sind, dass wir überhaupt keine Motivation zum Gebet fünfmal am Tag finden können. Da sollten wir uns wirklich überlegen, haben wir einen vernünftigen Lebensstil oder sollten wir unseren Lebensstil ändern oder müssten wir unseren Lebensstil ändern? Das weiß natürlich jeder selbst, wie er gerade lebt. Aber sollte unser derzeitiger Lebensstil so sein, dass wir nicht motiviert auf das Gebet eingehen können, so sollten wir uns wirklich Gedanken machen, wie wir diesen Lebensstil vielleicht ändern könnten und natürlich uns mit Allah versöhnen und dass wir Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen, dass wir verstehen, vor wem wir stehen. Wenn wir das alles begreifen und verstehen würden, somit hätten wir auch natürlich eine ganz andere Motivation und Inspiration zum Gebet. Wenn wir die Gelehrten der Ethik, also Akhlaq-Lehrer, fragen würden, auf was wir in diesem Punkt achten sollten, somit antworten die uns auch immer, stellt euch vor oder wisst Bescheid, vor wem ihr steht und wisst Bescheid, dass diese Person euch 24 Stunden lang beobachtet und dass diese Person, die euch beobachtet, nicht eine ganz normale Person ist, die wir kennen. Denn es ist Allah subhanahu wa ta'ala, der uns beobachtet, der auf jede Tat von uns achtet. Vielleicht würde das helfen, dass wir eine Motivation wieder fürs Gebet finden. Bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.